Der nächste Redner ist der Kollege Alexander Muthmann von der FDP-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU und den Freien Wählern, ich will Ihnen unseren Dringlichkeitsantrag zur Wettbewerbsverzerrung im Einzelhandel nochmals erläutern und um Zustimmung bitten. Und dazu bitte ich Sie, machen Sie das, was ich am Wochenende gemacht habe. Nehmen Sie ganz bewusst die Werbeprospekte der großen Supermärkte und Discounter zur Hand und versetzen Sie sich in die Lage eines Einzelhändlers in Ihrem Wahlkreis, gerne familiengeführt, gerne seit Generationen am Stadtplatz, im Ort bekannt, geschätzt, ein wichtiger Akteur des Wirtschaftslebens. Also in die Situation eines Einzelhändlers, einschließlich seiner Mitarbeiter, der seit Wochen sein Geschäft geschlossen halten muss. Und Sie sehen, die Normas, Aldis, Reals und Lidls und Fennebergs bewerben ganz intensiv und verkaufen, was auch Sie verkaufen wollen. Bekleidung, Schuhe, Küchen, Elektronikgeräte, Werkzeug, Büro, floristische Artikel. Und wie gut würden derzeit Wintersportartikel gehen? Was fühlen, was denken Sie dann? Wollen Sie Privilegien oder Sonderrechte? Nein. Sie stellen fest, die großen Konzerne dürfen einfach mehr als Sie. Sie wollen Wertschätzung, sie wollen Fairness, sie wollen nur die Rechte, die andere seit Beginn der Pandemie haben. Sie wollen mit Hygienekonzepten, mit FFP2-Masken und Kundenzahlbeschränkungen, mit anderen Worten, unter sicheren, geschützten Kontakten ihr Geschäft öffnen, ihre Waren verkaufen. Sie wollen ihre Existenzgrundlage zurück. Und sie wollen keine Schlacht am Wühltisch. Und das ist, lieber Kollege Mehring, durchaus auch ein Aspekt, unter dem Gesichtspunkt vorsichtig in der Situation zu bleiben und umzugehen. Wir sind überzeugt, dass diese damit verbundene auch Kundenentzerrung, dass die Kunden, die sich um diese Non-Food-Artikel kümmern, dann auch in Einzelhandelsgeschäften bei Fachhändlern durchaus auch unter sicheren Konditionen auch ihre Geschäfte machen können und damit auch das Infektionsgeschehen bei den Discountern zurückgeführt und insgesamt die Situation entlastet wird. Und diese Chance, dieses verfassungsrechtlich verbürgte Recht auf freien, gleichberechtigten Wettbewerb ist Ihnen genommen. Sie müssen zuschauen und um Ihre Existenz fürchten, weil die Politik Sie als Einzelhändler aus dem Spiel genommen hat. Ihre Konkurrenten dagegen aber weiter spülen, Kundenströme konzentrieren und ihre Geschäfte ausweiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe am Samstagabend auf Facebook geschrieben, das halte ich auch verfassungsrechtlich für einen unhaltbaren Zustand. Mittlerweile haben das 600.000 Menschen gesehen und allergrößtenteils habe ich Zustimmung erhalten. Ihre Redezeit ist zu Ende. Und dann will ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie aus diesem Rollentausch zurückbringen und Sie auffordern, endlich wieder für fairen Wettbewerb, für Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist auch verfassungsrechtlich dringend geboten und infektionsschutzrechtlich kein Problem. Herzlichen Dank. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen jetzt noch zur Abstimmung der mitberatenden Dringlichkeitsanträge. Davon sind zwei Anträge im Namen.